Jo, welcome back, meine Lieben, zu einer weiteren Folge Minecraft, wo wir am Extreme-Bilden sind. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Und ich möchte mal gerade kurz gucken. Ich möchte noch mal eben so eine Lampe bauen. Lamp. Für draußen irgendwie. Green Lamp. Inverted White Lamp. Was muss die haben? White Luma, Redstone-Fackel und eine Glasscheibe. Man braucht die Blue Luma. Boah, Alter. Knochenmehl, Redstone, Glowstone. Redstone Lamp. Glowstone und Redstone. Ich habe aber gar nicht so viel Glowstone, glaube ich, wa? Ne, nur so ein bisschen. Dann brauche ich ein paar Fackeln. Ich brauche ein paar Fackeln. Fackel, Fackel, Fackel ist Coal, Dust und Sticky, wa? Tropenholzbretter. Die kann ich mir mal eben knallen. Und dann kann ich mir mal 64 Stickies von machen. Tropenholzbretter nehme ich mit und dann Stickies und Kohle. Kohle habe ich ja eigentlich auch genug, wa? Ich sollte mal wieder meinen Timer starten. Boah, Leute, ich vergesse das jedes Mal. Jedes fucking Mal vergesse ich das. So. 64 Fackeln. Super. Und ich muss was essen. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Sonst knall ich hier gleich weg. Wir haben vorhin unsere Netherwarzen angebracht. Unsere Warzen angebracht. Ah ja, genau. Und ich wollte Dings backen, ne? Macerator Silver Dust haben wir. Electric Furnace. Können wir mal eben hier in den Sand reinknallen. Ja, für die Lampen brauchen wir halt ein bisschen mehr, ne? Feuer. Wie kann ich denn Feuer machen? Lava. Glowstone. Glowstone, kann ich Glowstone-Staub kann ich zu einem Glowstone vereiern. Ich habe aber nicht viel Glowstone-Staub, ne? Oder? Lohnstaub habe ich noch. Und den ganzen Glowstone-Staub, den habe ich nämlich... Hier. Und den will ich nicht verbraten gerade, weil den brauche ich noch. Glas, super. Glas kann noch weiter pübbeln da. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal eben hoch zu unserer Hütte. Ist Tag draußen? Ja, ist Tag draußen. Mega! Dann flitzen wir mal eben rüber. Ha! Da ist unser Häuschen. Ich muss nur mal gucken, wie ich das ordentlich gebacken kriege. Ich weiß nämlich nicht genau. Glas hier rein. Glas hier rein und Glas hier rein. Das sieht halt nicht so geil aus jetzt, glaube ich, so, ne? Was denn jetzt, Glas hier rein oder den Dings hier rein? Probier das mal eben, wie das aussieht, wenn ich den da reinpacke. Ja, ich glaube schon besser. Okay. Gut. Dann haben wir hier einmal noch Glas vorne. Da muss ich da nur, lasse ich eine Tür. Und dann packe ich hier vor. Hier vor packe ich noch Dings rein.
kann das so. Och, Manu. Meine Schaufel gibt auch gleich auf. Okay. Kann das so bleiben oder ist das scheiße? Ich weiß nicht so richtig. Also mir gefällt das nicht so wirklich. Oder soll ich da ein komplettes Glashaus draus machen? Ist jetzt die Frage, wie sieht die Scheiße denn jetzt von vorne aus? So, Moment. Nee. Das Glas muss nochmal weg. Zumindest das hier an der Seite. Das hier kann da bleiben. Ich probiere das jetzt mal eben so. Und gehen noch mal eben von hier hinten ran. Sieht auch ein bisschen bescheuert aus, ne? Aber besser als vorher. Dann machen wir hier mal einen... Ups. Machen wir hier mal eben Poller. Machen wir hier einen Poller. Und dann machen wir hier einen Pöller. Ja, doch, es wird. Es wird, es wird, es wird. Also das gefällt mir jetzt schon so ein bisschen besser. Das gefällt mir jetzt schon ein wenig besser. So. Müssen wir hier ein kleines bisschen noch drum herwerkeln, dass wir hier so ein bisschen drum rumlaufen können. Dass es nicht so angefixt ist hier direkt an den Berg. So ist eigentlich ganz nett. Okay. Und dann möchte ich noch ein paar Blumen haben. Huch. Da hat er mir jetzt was weggeholt. So, dann möchte ich hier noch ein paar Blumen haben. Vorne. Und zwar hier und hier. Hier und hier. Okay, das sieht doch eigentlich gar nicht mal so übel aus, oder? Wo ist die Spinne? Jetzt muss ich hier noch mal einen Weg graben. Und zwar von hier weg. So. Und hier muss ich natürlich noch einmal ein bisschen gucken. Oh. Hilfe. So, machen wir hier mal eben so ein bisschen zu. Hallo? Okay, so, dann nehme ich jetzt noch mal kurz den Transit nach Hause und hole mir noch mal ein bisschen Gravel. Gravel habe ich ja eigentlich auch noch genug, oder? Ach, komm mal, ey. Habe ich noch ewig viel von dem Scheiß. Hier, komm mal, ich nehme mal 64 mit. Und dann haben wir nämlich da die Parkanlage auch schön. Da können wir auch direkt hier hinten durchzimmern. So. Es wird schon wieder dunkel. Da können wir die Parkanlage durchzimmern. Gut. Ich
muss ich nur gucken. Jetzt wollen wir ja auch zu den Häuschen hier, ne? Da könnten wir eigentlich auch mal hier so ein bisschen rumeiern. Und so eine kleine Anlage machen. Mal eben schauen. Und dann gehen wir eventuell von hier weiter. Und da war es um mich geschehen. Oh, ich brauche eine Schaufel, Leute. Wie komme ich denn jetzt am besten dahin? Soll ich mal einen hier? Oh, Alter, es ist das dunkel hier. Warte. Wo habe ich denn meine ganzen Fackeln? So, eine Fackel hier. Eine Fackel hier, eine Fackel hier. Eine Fackel hier und eine hier. Und dann eine hier und hier. Aua! Alter, Alter, Alter. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Kommst du? Kommst du? Kommst du her? Da hat der Dicke mir ja schon wieder ein Loch reingerissen. Mal eben schnell hier austüdeln. Bevor die Jungs wiederkommen. Ich hoffe, hier kommt jetzt gerade keiner. Nicht, dass die mir hier jetzt irgendwie wieder komplett irgendwas hier durchknallern. Mach die Tür zu. Danke. Ich gehe mal eben schnell pennen. Ich hoffe, hier ist niemand in der Gegend. Ach, Leute, ey, das gibt es doch nicht. So. Jetzt renne ich nochmal eben schnell da hinten hin. So. Ich habe hier einen kleinen Weg gebaut. Und ich habe... wie habe ich das denn jetzt nochmal gemacht? Dahin. Geht das so? Ja, das geht so. Gut. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das vorhabe. Ich hoffe es. Ja, okay. Also das funktioniert eigentlich soweit. Alter, bist du bekloppt? Komm her. Du kannst mir mal gerade folgen, bitte. Und dann kannst du dich hier bitte mit mir auslassen. Ja, okay. Schönen Dank fürs Gespräch. Hauptsache, du hast mir da nicht meinen ganzen anderen Scheiß hier verbaut. Oder zerklumpt. Sagen wir mal so. Da haben wir zwar hier so ein bisschen was weggerissen. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. So, ja. Dann haben wir hier das Stück. Das Stück haben wir. Dann haben wir hier das Stück. Okay, super.
Okay, perfekt. Jetzt muss ich hier noch ein paar Lichter ransetzen, ne? Ich möchte nämlich hier noch ein Licht ransetzen. Und hier. Hier und dann dementsprechend hier oben. Dann haben wir hier nämlich genug Licht. Hier möchte ich auch noch ein bisschen was hinsetzen. Und dann möchte ich hier auch noch was hinsetzen. Jo, dann haben wir hier auch genug Licht. Erstmal, ja. Erstmal. Hier an der Seite könnte das noch ein bisschen gefährlich werden. Aber gut, wir lassen es erstmal Nacht werden. Das ist ja nicht so tragisch. Wir lassen es erstmal Nacht werden und ich möchte nochmal, glaube ich, hier diese eine Ebene, die möchte ich nochmal eben abtragen. Und dann sind wir auch gleich schon wieder zu Ende, meine Freunde, mit unserem Let's Play. Ja, wunderbar. Das kann so bleiben. Perfekt. Dann mache ich hier hinten nochmal zwei dran. Dann passiert ja erstmal so schnell nichts. Wir müssen dann allerdings nur von nach vorne, möchte ich dann auch ganz gerne hier nach hinten. 1, 2, 3, 4. Ja, reicht, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Reicht erstmal. Können wir dann später nochmal machen. Das lassen wir jetzt erstmal kurz. Der kann auch 3 lang, ne? Eigentlich. Der kann eigentlich auch den hier noch. Genau. Dann könnte der eigentlich auch 4 lang sein. Setzen wir hier nochmal welche hin. Und hier setzen wir noch. Was? Was? Oh. Hallo? So. Genau, dann können wir nämlich hier noch einen hinsetzen. Und dann können wir nämlich hier, das ist auch nice, dementsprechend Fackeln hinsetzen. Das ist hier auch schön hell. So. Und wir haben jetzt wieder, ist ja wieder klar gewesen, ne? Ewigkeiten viel an Ewigkeiten viel an Zeit hier investiert. Hinten in der Ecke muss ich auch nochmal eben was machen. Ewigkeiten viel an Zeit hier investiert, um unsere Butze mal ein bisschen aufzuhellen. Aber wir gehen jetzt mal wieder rein und machen eine Pause bis zum nächsten Mal. Und da werden wir so einiges wieder machen können. Ich freue mich schon. Wir haben so einiges gewerkelt gekriegt heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.